Willkommen zu diesem Report-Video, das ich heute in England aufgenommen und auch noch geschnitten habe. Und zwar geht es um einen Besuch. Und zwar bei Creative Assembly. Und zwar ging es um Warhammer Total War. Das ist ein interessantes Spiel, darüber werdet ihr in diesem Video aber nichts erfahren, sondern ich erlaube euch einen kleinen Blick hinter die Szenen, wie so ein Journalistenbesuch abläuft. Nicht immer, das ist schon jetzt ein besonderer gewesen mit einem Happening, aber das war auch verbunden mit einer langen Anreise. Also erst mit dem Auto natürlich zum Flughafen, mit dem Flugzeug nach England und über diverse kleiner werdende Straßen in den Südosten in die Gegend von Chichester. Und so nach 8 Stunden nach Verlassen meiner Wohnung, und der Flughafen ist nicht weit entfernt, sah ich dann dieses lauschige Hamlet. Ja, und hier ging es natürlich darum, ein bisschen diese Warhammer-Fantasy-Battles-Welt auch zum Setting zu machen in diesem Open-Air-Museum. Es gab auch was zu essen. Das hier zum Glück war nicht das Essen, das war so Teil der Enactment-Phase. Aber das echte Essen sah zumindest mittags auch nicht besser aus, hat aber geschmeckt. Ja, dann gab es eine Präsentation, da darf ich euch nichts zu sagen, bis zum Embargo-Ende. Und dann ging es tatsächlich zum etwa 3-stündigen Selberspielen. Und es wurde einiges gelaufen an diesem Tag. Also meine 10.000 Schritte habe ich laut Schrittzähler problemlos vollbekommen. Also jedes Mal aufs Klo gehen, das war eine halbe Wanderung. Und ja, diese Leute sollen halt imperiale Pikeniere darstellen. Ja, und hier in diesem fantastischen Gebäude war dann meine Anspielstation. Das sieht alles ganz lauschig aus, aber es war saukalt. Also in dem Raum hatte es etwa, ich schätze mal, 8 Grad Celsius. Also ich habe hier meine Winterklamotten an. Ja, und nachdem das alles geschafft war, gab es dann noch ein kleines Interview. Das war dann wieder woanders untergebracht, in einem dieser historischen Gebäude eben. Die wurden übrigens aus ganz Sussex zusammengetragen und an dieser Stelle bei Chichester neu aufgebaut. Ja, und dann ging die Sonne unter und es gab noch einen abendlichen Programmpunkt. Und wir kämpfen gerade berittene Vampire gegen imperiale Fußtruppen. Ja, und dann durfte tatsächlich auch noch in Ruhe gegessen werden, bevor es dann wieder zurückging, 1,5 Stunden Richtung Heathrow. Ja, die Reisezeit an diesem Tag betrug rund 10 Stunden. Und dann gab es diverse Wartezeiten, auch Essenszeiten. Und effektiv gespielt habe ich so 2,5 bis 3 Stunden plus ein 15-minütiges Interview plus 10 Minuten Präsentation. Ich weiß ja nicht, ob sich das Ganze lohnt oder unter uns gesagt, ich hätte es lieber in München gemacht. Aber war ganz nett. Vielleicht sollte man so ein Event nicht im Februar machen, wenn es wirklich saukalt ist. Schnief.